Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mafia. Das sage ich jetzt direkt mal vorweg, wird wahrscheinlich eine kurze Episode. Gibt das nicht wieder eine Überschwemmung? Sonst reicht mir die Zeit einfach nicht mit dem Elite-Livestream und so weiter. Also rechnet mal nicht mit einer halben Stunde. Wahrscheinlich wird es deutlich kürzer. Zumal ich jetzt schon weiß, wie es weitergeht und ganz im Ernst, ich mache jetzt das Gespräch hier vorne und was danach kommt, dauert für sich schon relativ lang, möglicherweise eine Stunde. Und ich will das am Stück machen. Das heißt, ich werde da keine zwei Episoden draus machen. Ich will das nicht stückeln. Stattdessen mache ich jetzt lieber eine kürzere Episode als Auftakt. Und die Episode danach wird dann richtig lang und dafür haben wir es dann am Stück. So, wir haben mit Cassandra gesprochen und wenn wir ihr helfen, die Kontrolle über das Hollow zu bekommen und ein bisschen Rache zu nehmen an der Dixie Gang, dann unterstützen sie uns dafür im Gegenzug bei unserem Feldzug gegen die Mörder von Sammy und Eli und Danny. Dementsprechend schauen wir jetzt mal, was die Stimme des Hollow zu sagen hat. Der hat hier so einen kleinen privaten Radiosender. Und der zeigt dann quasi mit nacktem Finger auf angezogene Gangster, die wir niedermachen dürfen. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Du auch, du kommst mir extrem bekannt vor. Lavoe, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Beugen Cassandra und Arsch? Angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer, waren immer anständig zu mir. Okay, dieses Gespräch war deutlich kürzer, als ich es in Erinnerung hatte. Gut, wir haben die Aufgabe, Geschäfte zu ruinieren, damit die Anführer aus ihren Löchern kriechen und angreifbar werden. Das bedeutet, wir haben als nächstes diesen Laden hier zu zerdeppern. Und zwar vom Allerfeinsten. Wir sollen $15.000 an Schaden anrichten und die zugedröhnten Mädchen befreien. Und damit wäre dieser Teil der Mission erledigt. Ich wollte gerade sagen, du kannst Boot fahren. Und ja, die Wasserwege sind hier irgendwie meine Lieblingsmethode der Fortbewegung, weil die einfach funktionieren. Viel weniger Verkehr und ja, wir könnten über diese Rohre springen und so, aber das muss ja nicht sein. Wir werden ja gerade nicht verfolgt oder irgendwas, dementsprechend können wir es ruhig etwas gemütlicher angehen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Alligatoren umfahre. Bisher stehe ich eigentlich ganz gut mit den Biestern. Ich will nicht sagen, dass die Alligatoren demnächst einen Lincoln Fanclub gründen, aber allgemein? Ich glaube, viel näher komme ich da kaum ran, oder? Das sieht ein bisschen so aus, als hätten wir ein Loch im Boot. Naja, Texturenfehler und so weiter sind wir gewohnt von dem Spiel. Leider.
Ganz im Ernst, hätte ich mir das auf der PlayStation oder überhaupt auf irgendeiner Konsole geholt, wäre ich da reichlich angekekst. Na, das sieht ja fast professionell geparkt aus hier. Wunderbar. So, die Gegend hier kennen wir. Auf dieser Bank haben wir gewartet, dass das gelbe Auto das Tor rammt. Dann haben wir dort einen Haitianer mit dem Messer gekitzelt und er hat ein paar lustige Dinge ausgespuckt. Aus der Richtung sind wir schon gekommen. Und das wird wohl auch erstmal so der Punkt sein, wo ich ganz kurz verharre. Das Auto erkennen wir auch, da können wir Waffen und Munition organisieren. Und den Laden, habe ich schon gesagt, der kommt mir bekannt vor. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problemchen. Ich habe ja gesagt, das, was danach kommt, dauert eine Weile, denn der Laden ist relativ groß und da gibt es ziemlich viele Leute. Die alle abzulegen und zu schleichen, dauert eine Weile. Das Ganze laut zu machen, dafür sind wir noch nicht ausgestattet. Dementsprechend, ich kann das Video jetzt unmöglich eine Stunde lang werden lassen. Ich will es aber auch nicht bei 6 Minuten belassen. Das bedeutet, wir fangen jetzt schon mal ein bisschen an. Da muss ich es leider doch auseinanderschnibbeln. Das tut mir leid. Aber ich denke, das ist dann doch besser als also ein 10 Minuten Video, wenn ich jetzt noch eine Weile laber. So Mädel, was geht mit dir? Selber pst, hey. Mr. Lavoie hat mir gesagt, dass du kommst. Das ist mein Bruder. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig, Mörds Leute sind hier überall. Mach ich, danke. Und du möchtest vielleicht gehen? Kannst die Jacke haben? Schon mal weißes Fleisch gekostet, Baby? Oh Mann. Ja, auf der Karte sehen wir natürlich jede Menge Symbole. Grün sind Leute, die im Moment noch nicht aggro sind, aber es bestimmt werden. Diese rosa Dinger sind die Mädels, die wir rausholen sollen. Und da haben wir nochmal so ein lustiges Bild. 2 von 4. Ja, das erste war im Keller von Sammys Laden. Jetzt unsere Zentrale. Was kostet's, wenn du dich auf mein Gesicht setzt, Kleine? Und ja. Oh, Revolver. Finde ich super. Gut, gehen wir mal in den Schleichenmodus und schauen uns ein wenig um. Gut, der erste läuft uns quasi ins offene Messer. Verdammt, Mädel! Verdammt! Kannst du vielleicht ein bisschen leiser gurgeln? Ich meine, nichts Persönliches, aber... Nicht genug damit, dass du hier den Teppich voll blutest. Nee, dann gurgelst du auch noch und die Gäste sind unter Umständen gestört. So, den Pfiff hat einer über uns gehört, aber der interessiert mich im Moment eigentlich noch nicht besonders. Schauen wir mal, ob wir das jetzt einigermaßen über die Bühne kriegen hier. Gibst du den Schinken auf Fritten oder was? Diejenigen von euch, die beim Livestream dabei waren, wissen, dass es dann ungefähr an der Stelle laut wurde. Jetzt muss ich mir Niggermusik anhören. Hippie-Musik. Lauter solchen Scheiß. Du könntest es einfach ausschalten. Aber das ist mein gottverdammtes Radio. Nicht das von irgendeinem geheimnisvollen Nigger. Dann weiß ich nicht, was ich dir noch sage. So, wir sehen verbliebener Schaden. Wir müssen nur $14.450 Schaden anrichten. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, weil wir das Bargeld hier mitgehen lassen. Aber das reicht natürlich noch nicht. Huh?
Schauen wir mal, ob wir den nächsten hier irgendwo ablegen können, ohne dass alle das sehen. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch die Chance dazu hattest. Moment. Schätze, jetzt tut's dir leid, dass du hier bist. Geht mir aus dem Weg! Aus dem Weg! Mein Herz schlägt. Ich bin da mal hier drin. Ich komm hier nicht weg! Verschafft! Wieder einer weniger. Alter Mann, lassen Sie mich in Ruhe! Das gefällt mir überhaupt nicht. Wie hat der mich denn bitte gesehen? Mach Sachen. Ihr würdet das gleiche mit mir tun. Immerhin, die Zivilisten sind jetzt raus. Eine Sorge weniger. Und zum Sach- und Geldschaden kommt jetzt auch noch ein Rufschaden dazu. Bitte, wer geht hier nochmal rein? Sieh nach, was du findest. Vielleicht ist er da drüben. Wenn hier 1002 Leute abgeknallt werden. Ich bring dich um. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann. Nicht, wenn ich dich vorher krieg. Und im Moment sieht es ganz danach aus. Und da war ich ein kleines bisschen überrascht. Only way to make it out of here is if we can stick together. Just hang in there, we'll be home real soon. Ja, wir können die Notiz natürlich auch lesen. Dann wird es auch übersetzt und so weiter, aber er braucht sowas schon. Brutale Überwältigung. Halte Q gedrückt und lass innerhalb des markierten Fensters los. Sehe ich das richtig? Die brutale Überwältigung hat jetzt keine Munition gekostet? Geh in Deckung. Oh, das ist ja super. Wir können ein bisschen mogeln und die Kamera mal für uns arbeiten lassen. So läuft das. Seht nach, was ihr finden könnt. Ich mache hier drüben weiter. Leider sehe ich auf der Karte derzeit keine Gegner. Ah, doch, da drüben haben wir einen. Du hättest dich verpissen sollen, als du noch konntest. Das war einfach. Wie lange die wohl noch so, naja, ich sag mal, planlos hier rumlaufen wollen? Sich abstechen lassen? Trotzdem, egal wie gut du bist als Stecher. Egal wie gut du bist als Stecher, ein bisschen verhüten wäre nicht schlecht. Dementsprechend nehmen wir mal die schusssichere Weste mit. Da kommt einer die Treppe runter. Und das ist doch völlig in Ordnung. Die suchen ja schließlich nach uns hier. Nö. Da hat er wohl kein Interesse. Treppenhaus gefällt mir gar nicht hier. Ist eigentlich zu offen. Wenn wir da hochgehen, können wir von drei Seiten beschossen werden oder so. Es ist unmöglich, dass ich das alles abdecke alleine. Irgendwann müssen wir aber nach oben. Und ich glaube, das ist immer noch besser als das andere Treppenhaus.
Okay, so viel dazu. Kommt der vielleicht noch irgendwann runter, oder? Laut Minikarte haben wir ja ein bisschen Luft hier oben. Was haben wir denn hier? Ein Toten? Der hielt sich wohl für sehr clever, einfach da zu sitzen und zu warten. Hat ja nicht so gut geklappt. Okay, das läuft jetzt deutlich besser als beim letzten Mal. Wenn das so weitergeht, kriegen wir das doch noch in annehmbarer Zeit über die Bühne. Na also. Das könnte sein, dass der im Stockwerk unter uns ist. Dann holen wir mal die Mädels da raus. Ich glaube, die haben das verdient. Da ist irgendwie kein Mädel. Nach jedem Regen kommen die verfluchten Stechmücken. So, schluchzen, flennen, heulen. Oh Gott, die wollten... Alles in Ordnung. Ja, Notiz lesen bitte. Sobald du hier raus bist, geht sie Cassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. Aber hallo, hilft sie dir. Ich habe das Gefühl, irgendjemand ist hier nicht alleine. Aber das kriegen wir hin. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Danke, danke dir. Okay, die Geräusche sind sehr einladend. Irgendwelche letzten Worte? Ja, das wird dir mehr wehtun als mir. Wie waren die? Du hast ihn getötet. Du solltest sie alle töten. Jeden einzelnen. Ja, können wir machen. Am besten machst du dich auf den Weg. Und lass die Drogen hier um Himmels Willen. Den Kram brauchen wir im Hollow nicht. So, nochmal ein bisschen Schaden angerichtet. Hey, nur noch 6100. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, wir haben zwei Adrenalinspritzen dabei, das heißt, den Medizinschrank hier kann ich nicht plündern. Das heißt, wir schauen einfach mal. Wie schwer kann es schon sein? Da jetzt die letzten Reste wegzuwischen. Wo ist der Mistkerl? Das war knapp. Da drücke ich die ganze Zeit E statt Q. So was Blödes. Passiert auch nur mir. Naja, viel Geschrei und dann war ja doch nicht so viel. So. Da ist eine Schrotflinte drin. Dementsprechend haben wir auch eine Schrotflinte mit Munition versorgt. Im Moment habe ich aber eher das Gefühl, dass das Messer völlig ausreicht. Ach, wenn hier ein Molotow-Cocktail nicht schlecht wäre.
So, streck deinen Kopf nochmal aus der Deckung. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Gut, 3750 Dollar Schaden noch anrichten. Das sammeln wir ein. Und dann haben wir da bis auf eins eigentlich alle. Wir könnten den Schuppen natürlich auch anzünden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Cassandra daraus ihre neue Zentrale machen will. So, da unten war zu. Jawohl. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich im Erdgeschoss noch eine Handvoll Leute. Und haben da drüben auf jeden Fall noch ein bisschen Bargeld rumliegen. Dann nehmen wir das noch mit. Ach, liebe Leute. Da unten war auch zu. Da muss ich wirklich wieder komplett außen rumlatschen. Das ist ja zum Glück überhaupt nicht ätzend. Okay, ihm nach. Naja, wir könnten ja freundlich sein. Ein bisschen entgegenkommend. So wie es aussieht, ist da noch was auf der Karte? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. Wobei wir den im Erdgeschoss auf jeden Fall noch kaputt machen. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen, hier auch noch die letzte Ratte auszuräuchern. So weit, so gut. Macht mir ein bisschen Sorgen, dass er jetzt nicht mehr auf der Karte ist. Nur noch. Das ist echt nicht viel. Und wieder in der feindlichen Zone, ja. Schick. Der kann doch unmöglich oben sein. Selbst wenn ich den ein paar Mal übersehen habe. Wie hätte er mich übersehen sollen? Ich bin ja wirklich unvorsichtig durchgerannt beim letzten Mal jetzt. Sieht aber echt so aus, als wäre der weg. Gibt's ja gar nicht. Rede mit Donovan. Verbleibender Schaden 3000. Ich meine, wir könnten auch noch andere Sachen machen, um die Schadensmenge zu erreichen, aber... Ich hatte eigentlich schon vor, das komplett hier drin zu machen. Daraus wird wohl nichts. Ah, hier wäre es auch hochgegangen. Gut, das wusste ich noch nicht. Freut mich aber, dass ich das jetzt auch weiß. Der ist echt draußen, oder was? Oh Mann, draußen gibt es dann Zeugen und den ganzen Blödsinn. Das gefällt mir gar nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, lassen wir es erstmal dabei. Wir haben der Prostitution hier einen ziemlich dicken Dämpfer versetzt. Ich meine, ohne die Mädels gibt's hier echt nicht mehr viel. Der gehört auf jeden Fall noch hier dazu. Riskieren wir es.
dir sicher, ich habe Schreie gehört. Hast du das gehört? Bitte Gott, lass mich das über... Immerhin, der war $50 wert. Wow. Ziemlich erschreckend, wie niedrig die hier Menschenleben einordnen. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal davon. Ich kann es jetzt nicht gebrauchen, dass da noch irgendjemand die Polizei ruft oder sonst was passiert. Lassen wir es einfach mal. Lassen wir es einfach mal gut sein dabei. Und ich würde sagen, in der nächsten Episode schauen wir dann mal, dass wir mit Donovan reden. Fluchtmöglichkeiten haben wir hier ja eigentlich reichlich. Jupp. Gut, das wäre es dann für heute gewesen. War jetzt doch viel länger, als ich eigentlich dachte, aber auch irgendwie kürzer als ursprünglich angenommen. Wie auch immer. Den Laden haben wir zerlegt. Wir reden in der nächsten Episode mit Donovan. Der hat ja schließlich seine Informationszentrale aufgebaut und dann werden wir schon sehen, was wir da noch machen können. Es gehört ja auch zu der Prostitutionsquest. Vielleicht hat der noch irgendwas, womit wir noch den restlichen Schaden anrichten können. Werden wir dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.